Großer Kunstschatz wechselt Besitzer. Mit der Unterschrift machten es gestern Plauens OB Ralf Oberdorfer und der Maler Manfred Feiler perfekt. Bereits Ende letzten Jahres wurde die Schenkung angekündigt und nun wurde der Vertrag unterzeichnet. Zwischen 20 und 25 Werke des Künstlers gehen in den Besitz der Stadt über. Die Auswahl der Bilder ist noch nicht getroffen, aber sie sollen das Werk des 89-jährigen Malers widerspiegeln. Ein wichtiger Punkt in dem Vertrag lautet, die Stadt darf die Bilder nicht verkaufen. Nach Abschluss der Sanierung des nordwestlichen Rathausflügels werden sie dort für die Öffentlichkeit zugänglich sein.